Heute stelle ich die Drahtsäge vor, die ich rausgesucht habe. Die Drahtsäge zum Sägen von Holz, Knochen und Keramik. Dazu kann man sie auch verwenden. Und ich habe heute mal dieses Modell von Relax rausgesucht, weil es meiner Meinung nach die beste Säge ist, die man für den Outdoor-Survival-Buschkraftbereich so bekommt. Ich habe schon mehrere getestet und die Ergebnisse waren alle immer so, naja. Und die Ergebnisse von der Drahtsäge von Relax, die haben mir am besten gefallen, deswegen stelle ich sie heute mal vor. Packe ich die Säge mal aus der kleinen Tüte hier. Die ist sehr gut, die Tüte, die behalte ich gleich. So, und dann wird der Sägedraht nur schnell ausgewickelt und man sieht gleich, an den Enden von dem Sägedraht haben wir zwei schöne mit Schlaufen dran, aus Stoff, sage ich jetzt mal. Da kann ich schön reinfassen mit der Hand zum Arbeiten. Das ist der große Unterschied zu diesen anderen Drahtsägen, die es sonst noch immer gibt. Die haben am Ende immer nur einen kleinen Schlüsselring dran aus Metall, also der ist so in diesem Durchmesser. Da kann ich dann maximal mit dem Finger reinfassen und wenn ich dann mit der Säge arbeite, zum Beispiel am Stamm so, dann kann ich da nur mit meinem Finger in den Ring reinfassen, säge dabei und nach 2 Minuten, dann tut ihr schon so dermaßen die beiden Finger weh, da macht das schon gar keinen Spaß mehr und nach 3 Minuten fängt es schon an zu schmerzen. Das Gute hier, dass wir richtige Stofflaschen haben, wo wir schön reinfassen können und lange arbeiten. Also 5 Minuten sägen, ist überhaupt kein Problem, tut nicht weh, fetzt ein. Und so zeige ich das jetzt mal, wie man mit der Säge arbeiten kann. Also wir haben im Prinzip zwei gute Optionen. Einmal, wie ich es eben schon gezeigt habe, im Prinzip so um meinen Ast, den ich jetzt sägen möchte, rumlegen und dann einfach anfangen mit Sägen. Wir probieren das gleich mal aus. Und die zweite Möglichkeit, die ich heute zeige, dass wir uns also aus diesem Sägedraht eine richtige Säge bauen mit einem richtigen Bügelgriff dran. Und das probieren wir jetzt mal aus. Wir suchen jetzt einen passenden Ast für die Säge. Der muss eine bestimmte Länge haben und den werde ich dann noch mit meiner Hippe ein bisschen bearbeiten. Und da bauen wir dann aus der Drahtsäge eine Bügelsäge. Und jetzt suchen wir uns erstmal einen passenden Ast dafür. Unsere gebastelte Bügelsäge, die ich hier in der einen Hand habe, andere Hand
unser Birkenast und ich probiere jetzt 6 cm Birke durchzusägen. Huch, rausgerutscht. So, schöner, glatter Schnitt. Die zweite Option, die man mit der Drahtsäge hat, ist einfach so, wie sie jetzt hier ist, mit ihr zu arbeiten, weil wir die beiden großen Schlaufen dran haben. Wir müssen halt nur darauf achten, oder ihr müsst darauf achten, dass der Winkel, den ihr wählt zum Sägen, der muss ziemlich spitz sein. Wenn wir jetzt extremst den Winkel wählen, also im Prinzip jetzt so sägen wollen, auch bei viel guten Willen kommt die Säge schlecht durch den Ast durch und bleibt immer hängen und verhakt sich und verkantet sich und irgendwann geht es nicht mehr weiter. Und du brauchst extreme Kräfte, um die dann wieder gangbar zu machen. Deswegen ist es eigentlich immer besser, man sägt in so einem spitzen Winkel. Das sieht ein bisschen albern aus und affig und ein bisschen komisch, aber so funktioniert es halt. Alles andere ist immer, bringt nicht das Ergebnis, was wir brauchen. Also ich wähle jetzt immer diesen Ast hier und probiere das einfach mal aus, den hier mal fix durchzusägen. So, ab. Die Drahtsäge habt ihr jetzt im Einsatz gesehen. Es ist keine Wunderwaffe, um Wälder abzuholzen oder große Mengen zu bearbeiten, aber als Backup-Tool zu empfehlen. Durch das geringe Gewicht und das sehr kleine Packmaß könnt ihr das praktisch in jede Ritze eurer Unterhose mit reinstopfen und habt sie damit bei jeder Tour dabei. Die Testsäge, die ich hier getestet habe, die verschenke ich jetzt im Anschluss. Ihr braucht lediglich auf meine Webseite gehen, die ich unter dem Video verlinkt habe. Und dort findet ihr einen kleinen Bericht über die Drahtsäge. Und in den Kommentarfeldern tragt ihr euch ein, eure Gewinnabsicht. Und ich werde dann einen Gewinner ermitteln und schicke ihm dann die Drahtsäge zu. Und dann könnt ihr selber mal probieren, mit der Säge zu arbeiten.